Hallihallo. So, nächstes Video und heute mal von der Handkamera, von meinem Touchscreen braucht man nämlich wegen, weil ich brauche Body Linux und wir machen es mal in VirtualBox. Wieso brauche ich dann meinen Touchscreen? Weil ich gelesen habe in der Linux-Welt, dass das Body Linux Touchscreen fähig sein soll. Gut. Wollen wir das mal testen? Body Linux 2.3 und wir hauen mal rein. Normaler Start. Schauen wir mal und warten mal ab und dann sehen wir mal weiter. Ich hoffe, mein Kopf ist jetzt nicht im Video. Ein bisschen ausrichten. Gut, ich denke, das müsste eigentlich hinhauen. Jetzt mache ich es mal kurz mit der Maus. Ja, so, ich gucke mal, ich schiebe gerade mal auf meine Kamera, auf dem Monitor. Gut, Body Linux 2.3.0. Ich schnappe mir gerade mal das Heft. Da soll Samsung mitgemacht haben. Gut, dann schauen wir mal. Touchscreen hier ist. Jawohl. Schöne dicke Rollbalken. Wir haben verschiedene Optionen. Ich nehme jetzt nicht die normale Desktop-Version, sondern nehme mal Tablet. Ne? Tablet-Version. Wollen wir mal gucken, wie das aussieht und weiter. Gut, dann haben wir verschiedene Themes zum Auswählen. Nehmen wir Default. Default, das ist schön schwarz. So, und dann sieht das so aus. Können wir das erkennen? Ich glaube, so ein bisschen sollte ich jetzt mal mit der Maus nachhelfen. Damit das hier komplett im Video, ja, ich denke, so soll es gehen. Gut, also jetzt gehe ich mal wieder in die virtuelle Maschine. So, was haben wir da? Body Linux 2.3.0 mit Touchscreen, Bedienung, Anwendung, Zubehör, Leafpad zum Beispiel. Ne? Das ist so ein Textschreibe-Dingenskirchens. Ja, wie schreibe ich denn jetzt Text hier oben? So ein Tastatursymbol. Und das kann man da ein- und ausblenden. Wenn ich nur einmal tippe, dann langt das vollkommen. Da kann man auch so umschalten, was will man jetzt zahlen oder was weiß ich. Dann kann ich da so eintippen. Seht ihr dann entscheidend da die Zahlen oder ich kann auch Text tippen, Enter drücken, ja, kann er was schreiben. Sehr schön. Wie kriegt man das wieder weg? Hier oben wieder auf die Tastatur. Wie kriege ich jetzt Leafpad, also dieses Edit-Ding weg? Hier oben das Kreuzchen schließen. Hier oben sieht man immer die laufenden Programme. Änderung an unbenannt speichern? No, wollen nicht. So, hier gibt es auch so eine Art Home-Button. Ich hoffe, das kann man jetzt alles schön im Video sehen. Gut, was haben wir? Also hier oben ein Pfeil, Anwendung, Zubehör, Archiv, Manager und Leafpad, Einstellungen, ECS, Systemtool, XDM, Config, Network, Connection, Synaptic, Paket, Manager. Ja, also im Moment haben sie es alle nicht so mit E-Mail. Ne? Hier habe ich nämlich kein E-Mail-Programm gesehen, das sieht so aus. Debian 7 hatte nur Matt drin. Matt, das war ziemlich matt. Hier kann ich suchen. Brauche ich natürlich wieder die Tastatur. Sagen wir mal, ich suche in das Thunderbird. TH von der Bird. Gut, kann ich also ganz normal suchen. Basiert so ein bisschen auf Ubuntu 12.04 LTS und hat zumindest ein Backport, so wurde es beschrieben, der entsprechenden Paketquellen, also die gleichen Pakete in seinen eigenen Quellen, Thunderbird, vormerken, gegebenenfalls dann noch die deutsche Sprachpakete hier suchen. Gut, bei manchen Programmen funktioniert auch das Rollen direkt hier Thunderbird lokale.de, Zugehör anwenden, installieren, zum Installieren, also geht alles mit Touchpad. Wenn ich nicht genau treffe, liegt es daran, dass ich hier so ein bisschen neben dem Monitor sitze, ich ein bisschen neben der Spur bin. Gut, hier oben sieht man, wie gesagt, was so läuft. Und wenn das beim ersten Mal nicht so funktioniert, ist auch nicht so tragisch. Dann einfach nochmal, ne? Nochmal, kann man gleich mal nochmal testen. Gegebenenfalls alle Aktualisierungen, nochmal neu laden, ja. Dass die Paketquellen sich aktualisieren. Wie gesagt, alles Touchscreen-fähig mittlerweile. Hier oben haben wir zum Beispiel eine Uhr, ne? Ureinstellungen, Lautstärke, Master Control, richtig schön gemacht, sehr schön. Gut, nochmal anwenden. Ich glaube, beim ersten Test, den ich vorhin gemacht habe,
musste ich auch zweimal. Ne, jetzt wird noch was nachgeladen, da können wir die einzelnen Dateien nochmal anzeigen, wenn es geht. Ich glaube, das kommt jetzt hier nicht ganz so groß raus, ist aber teilweise zu sehen. Gut, Budi Linux. Enlightenment E17 als Fenstermanager. Sehr gut geeignet, auch für ältere Geräte ab 486 oder so uralte Kisten wie meine, touchscreenfähige zum Beispiel. Gut, gut. Samsung macht da mit. Gut, ich kann mir gut vorstellen, dass man sowas dann auch hier vielleicht mal auf ein Pad packt. Weiß ich nicht genau. Vielleicht hat hier jemand so ein Gerät, würde mich mal faszinieren. Gut, wie mache ich das jetzt wieder zu? Da oben ist das Kreuzchen, ihr habt das rote Kreuz, ne? Da kommt. Und ich der Krankenwagen, da können wir draufklicken, ist das wieder fort. So, wie kommen wir jetzt zu dem Programm? Anwendung, Internet. Jetzt im Moment sehe ich es da nicht. Ne? Kommt, aber ich weiß, er ist drin. Gut, gehen wir erstmal auf Terminologie oder so ähnlich. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendeine religiöse Sekte, sondern Leerzeichen minus A. Enter. Wir haben hier ein 38012er Kernel. Sehr schön, deshalb funktioniert das ja alles so schmerzfrei hier in der 32-Bit-Version. LSB Shift Unterstrich Release, Tab drücken, Autokompletierung, minus A, Enter. Man sieht noch Release 1204 Precise. Ne? 1204 Precise. Ich hoffe, das ist groß genug, dass es im Video noch erkennen könnt. I hope so. So, sieht man da rein. Gut, jetzt könnt ihr ja testen, kann ich jetzt Thunderbird von hier aus. Spätestens beim Neustart soll es dann da sein, Thunderbird. Ne? Also wurde Autokompletierung wurde direkt hier erkannt. Könnte ich jetzt Enter drücken. Sollte dann starten. Und das tut es auch. Wollen Sie eine neue E-Mail-Adresse haben? Nö, will ich nicht. Warum haben die keine E-Mail-Programme drin? Okay, wir haben ja alle WhatsApp oder was werde ich später konfigurieren. Oder haben Angst vor Prison, ne? Besser nicht E-Mail schreiben. Das haben wir jetzt standardmäßig rausgenommen. Gut, ach mein schwarzer Humor. Das ist auch mein schwarzer Hintergrund. Gut. Und jetzt sind wir wieder auf dem Terminologie. Sieht man hier oben. Kann man ja schließen. Sehr nett. Außerdem kann man auf dieses Blättchen da unten vom Body, ne? Kann man draufklicken. Sieht es so aus. Ja. Und hier hätte ich auch direkt gesehen, Thunderbird, dann könnte ich auch von da aus starten. Sehr schön. Will ich immer noch nicht, ich will kein Prism. Nein. Meine E-Mails werden alle mitgelesen. Ich wohne in der Nähe von Darmstadt. Da sind 11.000 NSA-Mitarbeiter. Wollen wir nicht, ne? In Wiesbaden wird übrigens auch neu gebaut. Sehr schön. Synaptik-Paketverwaltung, Terminologie, Midori Webbrowser. Das hat jetzt die NSA wieder gehört. Na? Muss ich morgen ganz vorsichtig den Schlüssel an meinem Auto drehen, nicht, dass es explodiert. Aber das werden ja wohl die Terroristen sein. So, Connecting to the Internet, Installing Software, kann man sich da angucken. Ne, Info, da, ne, About. Heute treffe ich sogar mal das Midori 049. Ein schlanker Internetbetrachter, ne? Das ist quasi zum Abnehmen sehr schön. Ne? Gut, da auch wieder zu. Kann man auch offen lassen, wenn man das so will. Ne? Pfiffige Geschichte. Enlightenment Dateimanager. Enlightenment E17 könnt ihr auch unter Ubuntu nachinstallieren. Hier sehen wir zum Beispiel, heißt hier Arbeitsfläche, ne? Und es heißt auch gleichzeitig Desktop. Wir können jetzt auch noch ein Symbol fordern. Ich möchte noch den Schreibtisch haben. Komplett hatten wir bei den letzten Videos mal so als Thema, ne? Dass man sich nicht einigen kann, wie heißt denn das jetzt eigentlich da so. Doppelklick, Home, Body, funktioniert wunderbar. Desktop, Install. Da könnte ich Body direkt auf die Festplatte installieren. Hier unten habe ich auch so ein Roll-Dingens. Hier unten ist auch so ein Roll-Dingens. Sehr schön. Root-Verzeichnis. Nett, gut, und da oben wieder zu. Gut, die Desktop-Variante sieht natürlich von der Bedienung etwas anders aus. Gut, Home-Button hier oben. Navigiere, persönliches Verzeichnis, Arbeitsfläche, Desktop, Arbeitsfläche, Favoriten, habe ich jetzt im Moment noch keinen. Und dann könnte ich auch hier Home, Body, Arbeitsfläche, Desktop. Wunderbar, muss ich immer draufbleiben, so ein bisschen. Dann geht's, ne? Hier ist das eingelegte simulierte CD-ROM-Laufwerk, kann ich mal draufgehen. Sieht man aus, Image-Dateien, bla bla bla.
Aber gut, jetzt machen wir das mal offen. Genau, das zusätzliche Starten, Fenster. Elfe haben wir, Elfe. Ne? Elfe, sehr schön. Fenster aufräumen, Body Linux über. Über ist nicht schlecht. So, da haben wir Body Linux Enlightenment Desktop. Sehr schön, der ist ein bisschen langsam, wenn man gescrollt ist. Brauchen wir nicht. Zu, dann Enlightenment über. Kommt auch wieder was, Copyright 2000 bis 2012 durch das Enlightenment Entwicklungsteam, also Samsung sehe ich jetzt hier nicht. Enlightenment.org, sehr schön gemacht, Leute. So, Fenster, Body, Add Software, haben wir auch Software hinzufügen. Kommen wir da hin, ne? Da kann man auch irgendwas hier direkt, ich meine über die Webpage kann man auch was installieren, ne? Gut, was ist Everything? Ne, da gibt es auch noch so ein, ja, ich suche alles Ding. Ne? Gut, gehen wir mal auf den Home-Button, damit wir den auch mal gesehen haben. Gesehen. Man kann sich auch mehrere Arbeitsflächen einrichten, sehr schön. Einstellungskonsole, sehr, sehr viele Einstellmöglichkeiten. Da hinten geht es noch weiter. Ne? Da geht es noch weiter. Anwendung, Bildschirm, Schwärzen, also Bildschirmschoner, Bildschirmsperre, Arbeitsflächen. Wie gesagt, kann man sich da mehrere einstellen, da gibt es schöne Schieberegler, 1, 2, 3 oder ganz viele. Eins der Arbeitsflächen ist frei, wenn sie nicht, dann schreibt ihr Scheiß. Gut, hier kann man die Tastatur, die Bildschirmtastatur auf Englisch umschalten oder nicht. Nochmal gedrückt sieht man das, nochmal gedrückt das. Gut, hier fehlen natürlich mir die Funktionstasten und die deutschen Umlaute, Ü, aber das kann man sich dann, wie man hier sieht, wahrscheinlich dann nachinstallieren. Hier Tastatur wieder fort. Oder auch nicht. Gut. Schließen wir das mal. Beziehungsweise muss ich jetzt mal richtig klicken. So. Das Ding muss ich da drauf drücken. So. Sprache ist vielleicht nicht schlecht, wenn es Deutsch ist. Gut. Das Ding ist jetzt noch offen. Kann ich jetzt die Fenster aufräumen. Mal gucken. Fenster. Aufräumen, dann tut sich nichts. Also das ist noch ein kleiner Bug. Aber wir könnten jetzt mal spaßeshalber auf eine andere Arbeitsfläche gehen. Virtuelle Arbeitsflächen. Wir haben zwei weitere eingerichtet, ne? Die heißen hier 00. Da sind wir auf Toilette. Nee, gut, dann sind wir hier. So, also das Ding hat sich da geöffnet und ich komme nicht wieder zurück. Normalerweise haben wir eine Arbeitsfläche, das kennen wir vom Body, dass wir einfach auf die Arbeitsfläche klicken können und gar nicht viel machen. Müssen. Jetzt kann ich wieder zurück auf die andere Arbeitsfläche, virtuelle Arbeitsfläche 00. So, und da müsste ich jetzt den Pfeil, und jetzt ist es wieder fort. Jetzt ist die Tastatur bald irgendwann mal wieder weg. Oder auch wieder nicht. Gut. Warum das hier so ein bisschen buggy ist, weiß ich nicht. Gut, hatte ich jetzt in meinem ersten Test noch nicht. Macht ja nichts. Bildschirmfläche, Anwendungen, persönliche Anwendung, Starter, Neustart, Anwendung, Arbeitsumgebungen. Oh, das wird mit GNOME und KDE. Starte GNOME-Dienste beim Anmelden und starte KDE-Dienste beim Anmelden hatten wir jetzt letztens auch gesehen beim anderen. Betriebssystem, sehr schön. Illume, das ist jetzt, glaube ich, das hier, was wir hier sehen. Das ist, glaube ich, das mit der Geschichte hier. Touchscreen-mäßig, so wie ich das sehe, ist das richtig? Ja, schließen, und weil da gibt es eine Richtlinie. Illume oder Tablet, ne? Kann ich mir da aussuchen. Gut, nette Geschichte. Eingabegeräte, Berührungseingabe, Fingerscrolling aktivieren, Grenzbereich für ziehen, mit dem Finger kann ich hier mit Dingern hin und her, wunderbar. Schließen, da kann ich wieder das zumachen. Prima. Ich denke, das sollte auch so ziemlich jetzt gereicht haben. Everything wollten wir nochmal gucken. Ne? Everything, da kann ich was suchen. Ne? Hier ist so ein Suchding, das blinkt. Tastatur einblenden. Jetzt habe ich natürlich Everything wieder zugemacht. Könnte ich hier machen. Internet könnte ich dann auch hier rüber gucken. Midori Browser Thunderbird. Und ich kann wieder zurück. Geht auch. Systemwerkzeuge. Zurück, Zubehör, zurück, brauche ich jetzt eigentlich streng genommen nicht, Home ist wieder fort, weil ich kann das auch hier sehr schön drüber
machen. Rootverzeichnis. Gehen wir mal zum Beispiel in User. Warum gehe ich jetzt in was Größeres, damit ich hier auch mal so ein bisschen rollen kann? Das wollte ich noch zeigen. Also das funktioniert bei manchen Sachen. Und ich habe richtig dicke, schöne Rollbalken hier am Rande. Aber am besten ist das dann hier fingermäßig zum Rollen. Home. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und wir schauen uns das nächste Betriebssystem an. Und tschüss.